Ein Reis befindet sich aktuell in einem Rückrufpunkt. Das Produkt kann Glassplittern enthalten. Er wurde deutschlandweit bei Edeka verkauft. Aktueller Rückruf: Der Reis eines Herstellers aus Niedersachsen ist mit Glassplittern verkauft worden. Das Produkt bei Edeka und Marktkauf. Nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist von dem Rückkassel aufgrund einer möglichen Verunreinigung mit Glassplittern wird ein Reis zurückgerufen. Das Produkt wurde deutschlandweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten. Wie das Unternehmen am Dienstagabend 16.02.2021 in einer Meldung zum Rückruf mitteilte, sei das Produkt Mekos Oshi-Reis lediglich aus Gründe in dies verbeugen den Verbraucherschutzes in der 500 Gramm Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum MHD 10.2022 betroffen. Der Sushi-Reis wurde von der Firma Kreinhoppen Kluge GmbH und Co. Wie werden Niedersachsen-Reis im Rückruf? Produkt wurde bundesweit bei Edeka und Marktkauf verkauft. In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass sich Glasstück an einzelnen Sushi-Reispackungen befinden könnten. Artikel mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten außerdem jene mit dem 14.10.2022 seien allerdings nicht der Hersteller Kreinhoppen Kluge GmbH und Co. Und die betroffenen Handelsunternehmen haben laut eigener Angabe umgehend reagiert und die vom Rückruf betroffene Ware vorsorglich aus dem Verkauf bei Edeka und Marktkauf. Artikel, Mekos Oshi-Reis-Inhalt, 500 Gramm Packung, Mindesthaltbarkeitsdatum MHD, 14.10.2022. Fremdkörper, wie in diesem Fall Glasscherben oder Glassplitter, können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutverbraucher, die den weiter unten aufgeführten Reis gekauft haben, sollten diesen keinesfalls aus dem gleichen Grund gab es letztes Jahr schon einen Reisrückruf bei Edeka. Edeka. Kann ohne Kassenbon retourniert werden. Kunden, die den Sushi-Reis gekauft haben, können das Produkt in den jeweiligen Verkaufsstellen von Marktkauf und Edeka zurück. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Für weitere Verbraucheranfragen ist der Kundenservice des Unternehmens kostenlos unter der Telefonnummer 0800 333 5211 von Montag bis Sonntag, von 8 bis 20 Uhr sowie per E-Mail unter info@edeka.de zu erreichen. Das Verbraucherportal produktwarnung.de vergibt für die Kommunikation des Herstellers in Bezug auf den Rückruf des Sushi-Reis einen grünen Daumen. Das Unternehmen hat die Kunden umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen über den Rückruf informiert. Es sei daher gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Informationen auch erhalten. Eilakoyun.de ist Teil des bundesweiten Digitalredaktionsnetzwerks. Rubriklistenbild, Copyright-Symbol, Marke.